Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei That's Me, euer Kanal von Mode und Lifestyle. Ja, und ich habe mal wieder ein Haarprodukt getestet. Ich habe es ja in meiner Roomtour erwähnt, dass ich mal einkaufen war in so einem Friseurbedarfladen und habe da mal ein paar Produkte gekauft, die man jetzt nicht unbedingt bei DM kennt oder die ihr alle schon kennt, wie Strandmatte oder sowas. Und nach meinem letzten Review, wo ich das Studio Remix von L'Oreal getestet habe, habe ich heute mal ein richtig erfreuliches. Da dachte ich mir ganz ehrlich, okay, ich habe jetzt wirklich seit über 10 Jahren oder so verwende ich Osis Mess-Up 2, ja, und dachte mir, okay, ich brauche eigentlich gar kein anderes Produkt kaufen, weil das ist das beste Produkt und für mein Haar werde ich nichts Besseres finden. Aber dachte mir, okay, versuch's einfach mal, ja, ich bin so richtig typisch deutsch irgendwie so, man will nichts Neues ausprobieren und so, keine Ahnung. Naja, und auf jeden Fall habe ich heute dieses Rough Clay 20 von der Firma Redken getestet, habe ich gekauft. Zunächst einmal geruchsmäßig ist das so gut, ehrlich, ein richtig geiler, frischer Geruch. Schade, dass wir kein Geruchs-YouTube haben, vielleicht wird das irgendwann mal kommen. Und ich war auf jeden Fall skeptisch und habe das jetzt auch gerade drinne. Ich gucke immer nach da, ihr wisst, da steht mein Spiegel. Und das Produkt ist echt der Hammer, ohne Spaß. Also ich habe das am Anfang erstmal ich hatte erst das Osis drin und dachte, okay, ich nehme mal ein bisschen was und probiere es mal reinzumachen, ja. Und beim Osis war es irgendwie so, dass meine Haare nicht mehr diesen richtigen Halt hatten. Es war zwar dieser Matt-Look da und alles, hat auch nicht verklebt, war alles schön und gut, aber der Halt hat irgendwie gefehlt, weil ich meine Haare ja, wie ihr wisst, so ein bisschen wachsen lasse gerade, ne? Und dann habe ich das einfach mal dazu gemacht und wirklich, ich kann euch, ist jetzt kein Spaß, ich bekomme kein Geld dafür oder so, ich teste das alles, ist meine ehrliche persönliche Meinung und ich gebe euch da einfach nur meinen Tipp für und meinen, wie es bei meinen Haaren ist, kann ich immer nur wieder sagen. Und diese Kombination Osis mit denen ist, habe ich jetzt auch gerade drinne, für mich das absolute, das beste Produkt, ohne Spaß. Also ich bin gerade so happy, man merkt das, ich freue mich richtig, weil ich so ein neues Produkt auf einmal jetzt kennengelernt habe und davon richtig überzeugt bin. Und schaut mal, wenn ihr das seht, ja, ich kann jetzt meine Haare hier machen und kneten und die haben einfach ein viel, viel, ich muss leider immer darüber gucken, ja, und die haben einen viel, viel besseren Halt. Also ich habe das jetzt nicht richtig gestylt oder geföhnt, damit es für euch gut aussieht, sondern einfach was reingemacht. Ich setze mich jetzt hier einfach hin und ihr seht das schon. Ich kann die einfach viel besser modellieren und stylen. Also ich kann euch das nur empfehlen. Das merke ich auch richtig. Ich habe das Gefühl, hey cool, ich kann mit den Fingern ein bisschen durchgehen und die Haare sitzen dann einfach so. 20 Euro hat das Ganze gekostet. Ist relativ teuer, muss ich wirklich dazu sagen. Ich finde 20 Euro ist für ein Haarprodukt echt viel. Aber schaut mal nach, ich habe es jetzt selber nicht geguckt, ich werde es gleich nochmal machen bei Amazon oder so, vielleicht gibt es das noch günstiger, ist ja wie beim Osis, kostet im Friseurbedarf, habe ich dafür auch 18 Euro bezahlt, online kriegt ihr es für 5, 6 Euro oder so, oder noch günstiger, ich weiß es nicht genau, deshalb einfach mal nachschauen, an jeden da draußen, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt sagt, pass auf, ich habe Haare mit einem Produkt und die halten nicht so richtig und ich brauche nochmal so ein bisschen was, dem Ganzen nochmal so Struktur gibt, Festigkeit. So, wenn man jetzt ein Haarspray nimmt, finde ich, verkleben die Haare immer so ein bisschen, die werden so sturig und hier ist das halt so, ja, einfach so ein bisschen pastiger noch, ohne dass es jetzt besonders fettig, guck mal so, ist echt cool, ohne dass es jetzt so richtig fettig oder klebrig ist oder so, Rough Clay, Redken, Firma Redken. Schaut mal nach, ich packe den Link unten in die Beschreibung rein, könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Ich habe noch weitere Reviews für euch, wo wirklich Produkte sind. Also ich kannte das vorher überhaupt nicht. Ich habe von der Firma Redken gehört, ich hatte früher einen Modeljob, wo eine Stylistin, ganz liebe Grüße an dich, Redken-Produkte hatte. Und da fand ich die schon eigentlich ganz cool. Aber dieses Rough Clay, ich zeige es gerne nochmal, das kannte ich bis jetzt vorher noch nicht. Daumen hoch dafür. Schreibt in die Kommentare, wie eure Meinung ist, ob ihr das Produkt kennt, was ihr dazu meint. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Review. Gebt bitte dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Modelliert. Modelliert. Jetzt habe ich ein Video gemacht. Modelliert. Also ehrlich, ohne Spaß. Das ist echt cool. Also ich freue mich einfach selber gerade darüber. Jetzt habe ich das Video noch nicht beendet. Was ich euch noch sagen kann, benutzt relativ wenig. Wenn ihr das jetzt in der Kombination mit Osis macht, das Video war eigentlich zu Ende, ne? Egal. Wenn ihr es in der Kombination mit dem Osis macht, Mess-Up 2 kombiniert, dann relativ wenig benutzen von beiden Produkten. Lieber im Nachhinein ein bisschen mehr machen. So, es war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao.